So, nicht erschrecken. Ich bin's. Ich bin's. Sieht zwar schlimm aus, aber ich bin's definitiv. So, wir gehen jetzt frühstücken. Wir müssen gleich los. Und heute gibt's was, was ich eigentlich mag, aber so noch nicht ausprobiert habe. Zimis heißen die. Ich mag Zimt. Ich mag eigentlich die Zinni-Minis, aber das hier sind Zimis. Vielleicht schmecken die ja ungesünder als die Zinni-Minis, die neuen Zinni-Minis. Und hier ist aber auch mit, ist witzig, das steht auf Englisch, Vollkorn. Ja, schauen wir mal. Schau mal, na du? Ja, wer ist denn da? Was hast du denn da Schönes? Ein Keks? Nein, ein Babykeks. Ein Babykeks. Schmeckt der dir? Ich glaube schon. Und Apfel und Banane. Ja, und Apfel und Banane und ein bisschen Brei. Und Wasser trinkt er schon. Und Wasser trinkt er auch schon ein bisschen, genau. Aber am besten ist der Keks. Zum was zu trinken geben. Ui. Guck mal. Magst du noch einen Schluck? Ich glaube, ihn irritiert die Kamera ein bisschen. Ja. Wieso hinkt die in deinem Gesicht? Nein, lieber Keks. Lieber Keks. Der Keks ist echt gut, ne? Das ist der erste Keks, den er heute kriegt. Also generell kriegt, oder? Oder haben wir ihn schon bei eingegeben? Bei der Oma gab es schon mal einen. Ah, okay. Der ist gut, gell? Am, am, am. Hier Tee, der Herr. Ja, danke. Oh, ich will auch. Schmeckt schon gut. Ja. Gott, sehe ich schlimm aus. Nee. Oh, süß. Wuschel, wuschel. Jetzt gibt es auch noch Tee. Leider ist mein Chai-Tee leer. Dafür gibt es jetzt Früchtetee, auch okay. Was isst du? Tresor. Tresor. Was tust du da? Ich weiß auch nicht. Ich erkläre mal, was er da tut. Was tue ich denn? Den Oscar belustigen. Okay, ja, jetzt guckt der guckt ganz woanders hin. So, nee, ich habe damit nichts zu tun. Warum steht hinter dir der Papiermüll? Das ist irgendwie eskaliert seit den letzten 10 Minuten. Was sind die Zinni-Minis? Zinnis sind schuld. Achso, deswegen steht hinter dir jetzt plötzlich die Papiermüllkiste. Nein, ich bin hier die ganzen Pakete durchgegangen, die ich die letzten paar Tage verschickt habe. Okay. Und ja, genau. Ja, weil sich einer beschwert hat, dass das Paket noch nicht angekommen ist. Genau. Also beschwert hat er sich ja nicht. Ja, halt gefragt, warum. Das, die letzten paar Tage haben sich so viel beschwert, das war schon gar kein Beschweren. Das war schon so, hey du, übrigens, das Paket ist noch nicht da. Können wir mal gucken, was da los ist? Stimmt, was bist du, ein Betrüger? Ja, ich bin ein Betrüger. Auf mich ist kein Verlass. Ja, keine Ahnung. Aber vielleicht sollte man eine Hintergrundstory dazu erzählen, weil sonst denkt jeder, okay, wieso sagt jemand sowas? Vielleicht hat das ja seinen Grund. Also erzähle ich euch das ganz kurz. Ich habe etwas verschickt und habe natürlich nicht am nächsten Tag gleich geantwortet, wenn das Paket angekommen ist. Hat er mich irgendwas gefragt und dann habe ich halt geantwortet und er hat geantwortet und ich hätte auch antworten sollen, am besten gleich direkt nachdem er mir die Nachricht geschickt hat, weil am nächsten Tag hat er gesagt, ja du antwortest ja nicht, du bist ein Betrüger, das Ding ist kaputt, blablabla. Habe ich dann gesagt, nee, ich habe nur nicht jeden Tag Zeit, irgendwelche Nachrichten durchzugehen und zu beantworten. Naja, auf jeden Fall. Und dann noch jemand anderes, den habe ich das Radio geschickt, was wir aus dem S-Bail ausgebaut haben. Der hat sich beschwert, dass das Paket noch nicht da ist. Ja. So, dann habe ich auch nicht sofort geantwortet. Ist schon unterwegs, passt schon. Ja, der hat dann auch geschrieben, ja, du bist ein Betrüger, auf dich ist kein Verlass. Und dann habe ich gesagt, nenn mich noch einmal Betrüger. Hat er sich nicht sogar entschuldigt? Ja, er hat sich sogar tatsächlich entschuldigt, weil ich habe ihm dann eine Sendungsnummer geschickt. Also beziehungsweise die Quittung, dass ich es verschickt habe. Und dann hat er gesagt, okay, Entschuldigung. War nicht so gemeint. Ja, genau. War nicht so gemeint. Da kriege ich einen zu viel, weißt du?
Ja, und der mit den Scheinwerfern, der dich so genervt hat. Ja. Weißt du, kauft sich Scheinwerfer, stellt fest, dass sie bei seinem Auto nicht passen und beschwert sich dann. Ja, das geht halt auch nicht. Naja, wurscht. So, ja, und deswegen steht hier der Karton hier hinten, weil ich die Sendungsnummer rausgesucht habe. So. Ja, Oskar, die Menschheit ist verrückt. Ja, da kriegst du was zum Spielen. Cool, Mehl. Der will ja eigentlich auch nur Unordnung machen. Der Oskar, ja, klar. Ich verstehe das schon. Das Kind sowieso, und wenn es der Papa noch vormacht. Mhm. Ja, genau. Ja. So, ich trinke jetzt noch meinen Tee aus und dann muss ich gleich los. Ich ein bisschen früher fahre, weil ich dann nicht wie ein Gestörter fahren kann. Du sollst nicht wie ein Gestörter fahren. Ja, sag ich ja. Will ich ja nicht. Ja, aber sollst du auch so nicht. Also, da ist ein Fuß. So, welcher Hund mag Babykeks und Apfel? Ich. Der Leo. Nee, wie geht's? Der ist wählerisch. Schmeckt nicht. Was, du magst keinen Babykeks? Das wundert mich jetzt. Dann sind sie nicht gut. Ich hab die schon probiert, die sind ganz lecker. Ich weiß doch. Leo, das schmeckt gut. Ich hätte jetzt eigentlich schon gern, dass du da aufräumst. Ich will nicht. Ach Manu. Leo, das ist lecker. Das ist lecker. Probier mal. Na, Leo. Ja. Ah, hat sich noch nicht getraut, oder was? Na dann mach mal schön sauber, bitte. So, die Amy kam jetzt auch noch dazu. Sehr schön macht ihr das. Nur die Banane mögt ihr nicht, gell? Komisch. Seltsam. Warum auch immer ihr keine Banane mögt, die muss ich dann noch wegputzen. Toll. Die schmeckt gut, friss die. Die ist lecker. Oh. Das übliche Baby hängt am Wassernapf. Nix da. Nein, nicht pritschen, sonst müssen wir die wieder umziehen. Er ist übrigens heute genau 8 Monate alt. Und kann seit vorgestern krabbeln. Vorher ist er immer gerobbt. Jetzt kann er krabbeln seit vorgestern. So richtig schön krabbeln, gell, Oskar? Da ist er noch ein bisschen langsam. Wenn es zum Wassernapf gehen soll, dann krabbelt er, dann robbt er wieder, dann geht es nämlich schneller. Na, dann spiel mal schön. Das macht Spaß, gell? So, wir werden heute was ausprobieren. Und zwar hatten wir vor kurzem Burger, die waren voll lecker gewesen. Und da sind aber noch so 2 so Burgerbrote übrig. Und ich habe gedacht, wir machen da mit Fischstäbchen was. Also ein bisschen Salat. Wir haben Pepperoni, Essig, Gurken, Mayo und so weiter. Und dann noch ein paar Fischstäbchen. Und ich glaube, das wird recht lecker. Ich bin schon gespannt. Ketchup, Salat, Fischstäbchen, Remoulade, Essig, Gurken, Bialapenos, Käse. Fertig ist mein Burger. Heute gibt es wieder was aus der amerikanischen Süßigkeitenkiste. Cookies. Ich will ein Kaki. Mit M&M's. Meine. Ihre. Nam. Das riecht gut. Oh. Willst du ein? Ja. Wir sind ja klein. Wo ist die Kamera? Riecht nach M&M's. Nom. Hey, schmecken die ein bisschen nach Hafer? Schon, gell? Die sind lecker. Ich habe erwartet, dass die voll süß sind, aber das geht. Nee, die sind echt gut. Ja, Oskar, du bist auch da, ich weiß. Warte mal, Moment. Da steht Reduced Iron. Reduziertes Eisen. An zweiter Stelle. Und dann an dritter Stelle Vitamin B1, Vitamin B2. Und dann erst kommt Zucker. Da ist der Papa drin, schau mal. Siehst du den? Siehst du den, Papa? Guck mal. Jetzt hat er dich entdeckt. Ich finde den ihre Farbcodes auch interessant. Ja, bei uns steht ja E35 oder sowas. Hier steht Blue Run, Lake Red 40, Yellow 6, Yellow 5, Blue Run. Nicht eins, die ganze Packung. Was soll ich mit einem? Ich hab nur Oskar. Bei den M&M's kriegt man nicht so viel mit. Doch, den Geruch. Mahlzeit. Wer isst hier, der Oskar? Ich war das nicht. Ja, genau. Der arme Kerl kriegt Zähne. Der hat schon 3 und jetzt kriegt er noch mehr und das macht ihn ganz wahnsinnig, weil das weh tut. Das sind noch 2, die gehören dir.
Das ist ja cool. Mhm. Dabei habe ich sie dir geschenkt. Nun? Lecker. Wo ich gerade das hier sehe, hol mal den Türstopper. Den Türstopper. Wir haben einen neuen Türstopper bestellt, weil die Hantel zu unsicher wird. Der Oscar schmeißt die um, wenn er da rumkrabbelt. Könnte man fast, ich glaube, der Türstopper ist fast schwerer als echt? Die Hantel. Soll ich mal wiegen? Oh ja, wieg mal. So, ich glaube, dass die Hantel. Was ist heute los? Die Hantel fast genauso viel wiegt. Also, wir haben hier, steht zumindest 3,5 Kilo. Ja. Hast du da eine Waage? Ja, ich habe da eine Waage. Und es sind 3,368. Dieser Betrug. Das sind ja gar nicht 3,5. So, und hier haben wir die. Okay, so fühlt es sich jetzt doch ein bisschen leichter an. Und hier haben wir 1,116. Oh, gut geschätzt. Oh, falsche Richtung, Entschuldigung, der Zoom ging sonst wohin. Nee. Oh nein, Oskar, nicht du auch noch. Ich bin super Kameramann. Ja. Unglaublich. Ich bin voll der Profi. So, auf den Türstopper reicht zu. Ja. Super. Und das kann dem Oskar jetzt nicht auf die Finger fallen. Außer er hebt es hoch und schmeißt sich auf die Finger. Das geht natürlich auch. Ja, dann ist er selber schuld. Also aber immerhin nicht so viel wie die Hantel. Genau, dann bist du einfach selber schuld, Kind. Da ist eine Steckdose in der Wand, die wurde da reingebaut. Wenn du da reinlangst, selber schuld. Der Papa ist drauf, ha. Diese Schaukel quietscht ganz fürchterlich. Das hört man sogar draußen an der Hauswand. Und jetzt hatten wir die Idee, wir fetten es ein. Und was macht Xarok? Fettet hier. Ja, da. Und es quietscht komischerweise immer noch. Komisch. Ja, weil man da fetten müsste. Ja, ja. Mach das mal. Dann schauen wir gleich mal, ob das was bringt. Ja. Oh, herrlich. Das gefällt dir doch auch besser, Oskar, oder? Ah, danke schön. Ja, ich liebe Fett. Was ein Segen. Fett ist einfach das Beste auf der Welt. Ich liebe Schokolade, das macht auch Fett. Ja, das stimmt. Das ist aber ein anderes Fett. Also das liebst du doch nicht. Schade. Okay. Yay, es geht's nicht mehr. Cool. Nicht laufen. Doch. Hier, wo geht's denn hin? Zu Mami? Es läuft bei Oskar.